Es heißt, die 501. hätte im Krieg das Beste erlebt. Aber wir erlebten auch das Schlimmste. Auf Felucia vergruben sich die Separatisten in diesem Höllenloch und trotzten der Republik. Wir setzten ihnen nach. Monatelang erlebten wir fleischzerfressende Krankheiten. Nachts kreischten Raubtiere. Und ich sah Dinge, die mich bis heute verfolgen. Wir waren von unseren Vorgesetzten abgeschnitten und, soweit wir wussten, im Stich gelassen. Ohne Ayla Secura, unseren Jedi-Commander, und ihrem eisernen Willen wäre keiner von uns lebend und geistig gesund herausgekommen. Ich hoffe, ihr Tod war schnell. So viel hatte sie verdient. Unsere Fronteinheit wird von irgendwelchen Kreaturen angegriffen. Nichts wie hin und geben Sie Unterstützung! Was ist das für ein Ding? Unsere Truppen werden abgeschlachtet. Los jetzt! Wo sind sie? Oh mein Gott, sie sind alle tot! Diese ATTE ist außer Betrieb. Bewegung im Norden! Sie kommen. Löschen Sie diese Kreaturen aus, ehe sie unsere Einheit in Stücke reißen. Widerstandsfähig. Noch zwei weitere. KOS-Einheiten unterwegs zu uns gesichtet. Verteidigen Sie den ATTE, bis Jedi-Meister Secura eintrifft. Volltreffer! Thank you.
Meister Secura ist gelandet. Ein Kampfschiff der Republik ist in der Nähe abgestürzt. Holen Sie die Energiezelle und reaktivieren Sie den ATTE. Hier Secura, wie kann ich helfen? Stark gemacht. Gute Arbeit. Der ATTE wurde reaktiviert. Die KUS-Offensive geht vom Pilzbaum nach Süden aus. Rücken Sie zu Ihrer Operationsbasis vor und schalten Sie Ihre primären Verteidigungsgeschütze aus. Auf Geschütze achten! Der Angriff der Separatisten auf Felucia wurde heftig zurückgeschlagen. Sie sind vor uns geflohen! Als wir endlich aus Felucia ausrückten, kam Ayla Secura persönlich zu uns und nannte uns die mutigsten Soldaten, die sie je gesehen hat. Damals war das der stolzeste Moment in der Geschichte der 501. Schon komisch, wie sich Stolz im Laufe der Jahre in Scham wandeln kann.